Die Spiele der Call of Juarez-Serie standen in der Vergangenheit vor allem für drei Dinge: kernige Hauptdarsteller, weitläufige Landschaften und jede Menge Schießereien im Wilden Westen. Der aktuelle Teil nennt sich The Cartel und verfrachtet all diese Elemente in die Gegenwart. Im Einzelnen heißt das, mexikanische Drogenbarone haben in den USA ein Regierungsgebäude gesprengt. Dass das nach Rache schreit, dürfte klar sein, und genau deswegen schickt die US-Regierung ein besonders schlagkräftiges Trio auf Vergeltungstour. Das sind der moderne Revolverheld Ben McCall, der FBI-Agent Kim und Latino Eddie. Nachdem man sich für eine der drei Figuren entschieden hat, zieht man durch knapp 16 Missionen, die unter anderem in einen Nachtclub, in Vorstadtgefilde oder mitten in die Wüste führen. Dabei ist The Cartel aber ein stringenter Shooter, bei dem es meistens darum geht, möglichst viele böse Buben ins Jenseits zu schicken. Das bedeutet, gut zielen und in den richtigen Momenten Deckung suchen, um Feindfeuer zu entgehen. Aufgelockert wird das Ganze hin und wieder durch kleinere Ermittlungsabschnitte, in dem das Spielgeschehen dann etwas ruhiger vonstatten geht. Drei Charaktere heißt natürlich auch einiges an Teamarbeit, und so gibt es unter anderem Sequenzen, in denen man zusammen eine Tür aufbricht und anschließend in Zeitlupe auf die Gegner zielt. Das hat man zwar alle schon mal gesehen, ist für die Atmosphäre des Spiels aber trotzdem nicht schlecht. Was in einem modernen Shooter ebenfalls nicht fehlen sollte, sind Fahrzeugsequenzen. Und tatsächlich fehlen auch die im The Cartel-Repertoire nicht, wie man an dieser Highway-Jagd sehen kann. Call of Juarez – The Cartel macht einen ordentlichen, aber keinen überragenden Eindruck. Die Action ist nett, die Charaktere ebenfalls und auch das für Call of Juarez-Verhältnisse frische Szenario ist eine willkommene Abwechslung. Trotzdem sollten die Entwickler noch etwas an der Technik feilen, auch wenn es zum Beispiel schon schicke weitläufige Landschaften und nette Effekte bei den Schießereien gibt. Bis zum Erscheinungstermin im dritten Quartal für PlayStation 3 und Xbox 360 ist es ja noch etwas hin. Dann könnte einem gelungenen modernen Western-Action-Spiel nichts mehr im Wege stehen. You bet against the wrong hombre, ese.